Wir kommen nun zum sechsten Punkt der Tagesordnung, Bericht des Budgetausschusses über den Wir kommen jetzt zum Bundesrechnungsabschluss 2023, also zur Bilanz des Bundes, die vom Rechnungshof erstellt und vom Nationalrat beschlossen wird. Das Budgetdefizit ist mit einer Lücke von 8 Milliarden Euro deutlich niedriger ausgefallen als ursprünglich erwartet. Gegenüber dem Jahr 2022 ist das Defizit um 12 Milliarden Euro zurückgegangen. Grund dafür waren unter anderem höhere Steuereinnahmen aufgrund der höheren Inflation und beträchtliche Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen.